Anfang März fand im Silbertal zum ersten Mal der Langlauf-Charity-Event am Christberg zugunsten von Ein Netz für Kinder sowie dem Montafoner Eltern-Kind-Zentrum, kurz eKids, statt. Zahlreiche Sportler, Bewegungstalente und Engagierte waren für den guten Zweck auf der 11 Kilometer langen Panoramaläufe unterwegs. Die einen schneller, die anderen ein wenig gemütlicher, jeder in seinem eigenen Tempo. Pro gelaufenen Kilometer wurde 1 Euro gespendet. Das Motto lautete, für sich selbst, die eigene Gesundheit sowie für andere etwas Gutes tun. Denn Langlaufen ist die gesündeste Wintersportart und wenn zugleich karitative Organisationen unterstützt werden können, dann gewinnen alle. Wer keine eigene Langlaufausrüstung hatte, der konnte natürlich alles ausleihen. Also so, wenn du die letzte Mal angestellt hast, gebe ich lieber die kürzere Regie, oder? Danke. Damit das nicht so gefährlich ausschaut. Ja. So cool. Ob ich jetzt heute gewinne, wo ja, eine gute Figur macht, das bin ich also, eigentlich zu bezweifeln. Den mag wenigstens an Erfahrung. Gewinnst du an Erfahrung, ja, oder? Ja, das auf jeden Fall. Bis später. Aber nicht nur unser Moderator Samuel Dürr wagte sich auf die dünnen Langlaufski, sondern auch der ein oder andere Montafoner Bürgermeister oder Promi gab sein Bestes. Wer gesundheitlich nicht mehr auf Ski steigen konnte, durfte auch spazieren. Der Weg ist sehr angenehm zum Gehen, ist nicht sehr steil. Also für solche, die schlecht zu Fuß sind, optimal bewältigbar. Super Event. Gehört dazu, dass man da mittut, wie man schon, wie das schon bei uns in der Stadt findet. Und Gratulation der Veranstalter. Super Sache. Die Schweiz-Korrespondentin des ORF und ehemalige Vorarlberg-Heute-Moderatorin Raffaela Stefandl wechselte das Studio gegen die Loipe und machte eine gute Figur. Fürs Netzverkünder, ich bin schon lange dabei, mache immer wieder mit und die sportliche Einheit für was Gutes passt doch, oder? Ganz so elegant war unsere Teilnahme von Montafon TV nicht. Dafür war Samuel wie gewohnt mit 100% Einsatz dabei. Botschafter von Ein Netz für Kinder, der ehemalige Vorarlberger Landeshauptmann Herbert Sausgruber und seine Frau Ilga ließen es sich nicht nehmen, am Christberg vorbeizuschauen und waren begeistert, was da auf die Beine gestellt wurde. Es geht ja unter anderem auch für das Netz für Kinder und eine andere Aktion und das ist immer eine positive Sache. Ja, ich bin sowieso begeistert, dass so viele Leute motiviert sind, erstens zum Sport machen, das finde ich so grossartig, und dabei noch etwas so Positives, dass so etwas Positives rauskommt, dass man durchs Langlaufen Kinder in Not unterstützt mit dem Beitrag. Wunderbar. Der Charity-Langlauf ist eine Initiative der Montafoner Christbergbahn mit Unterstützung von Panorama Grasdorf Christberg, der Skischule Silbertal und der Gemeinde. So wurden zwischendurch auch immer wieder größere Summen gespendet. Wer wollte, konnte auch die mittlerweile berühmten Netz für Kinderenten in den unterschiedlichsten Ausführungen erstehen. Die Panoramaläufe war trotz bescheidenem Wetter mit Schneefall und Regen in ausgezeichnetem Zustand. Das ist die magische Marke hier, das ist das 1-Kilometer-Schild und pro gelaufenem Kilometer wird 1 Euro für ein Netz für Kinder gespendet. Ich habe jetzt 1 Euro schon in die Kasse gespielt oder gelaufen, besser gesagt. Ich weiß nicht, wie viel es werden, aber ich werde mich weiter anstrengen. Die Langlaufskier und ich, wir werden keine Freunde mehr. Viele Läufer absolvierten die 11 Kilometer öfter und waren mit vollem Einsatz und viel Herzblut mit dabei. Es werden heute auch genug rennen, aber wenn man etwas Gutes da kann mit jedem Kilometer, wo man läuft, dann muss man da schon Highlife dabei sein. Ja, seit 20 Jahren wieder mal auf der Langlaufski, aber ich glaube, wieder der Bord kriegt zum Weitermachen da. Es geht um alles, es geht um jeden Kilometer, es geht um Kinder in Vorarlberg, denen es nicht so gut geht. Und ich möchte jetzt gerne mal Hernie und Christberg, Solbar und allen, die da mithelfen, herzlich Dankeschön sagen. Das ist eine super Aktion, spitze. Andere wiederum waren mit ihren bescheidenen Technik froh, bei 2 Kilometer heil angekommen zu sein. Viel weiter ist Samuel dann auch nicht mehr gelaufen. Der Rückweg war Herausforderung genug. Die Bestleistung lag an diesem Tag bei 55 Kilometern. Insgesamt kamen durch alle Läufer über 1000 gelaufene Kilometer zusammen. Die Organisatoren stockten die Summe auf 2000 Euro auf.
So wurden 1.300 Euro an das Netz für Kinder übergeben und über 700 Euro durfte sich das E-Kids freuen. Die 700 Euro sind natürlich am Anfang sehr, 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 sehr wertvoll, weil wir doch sehr viele Investitionen haben. Ja. Ich hoffe, dass es noch oft stattfindet und es hat richtig Spaß gemacht und der Christberg ist einfach sehr, sehr schön. Ja, das ist eine total super Idee. Langlaufen haben wir jetzt noch nicht gehabt. Wir haben schon sämtliche Sportarten gehabt, aber Langlaufen nicht. Und ich finde das eine super Idee, wo der Jürgen Zudrell auf uns zugekommen ist, haben wir gesagt, gleich sind wir dabei. Super, totale gute Geschichte. Die erste Langlauf-Charity-Veranstaltung am Christberg war ein voller Erfolg und wird nächstes Jahr hoffentlich wieder fortgesetzt. Wir von Montafon TV sind mit Sicherheit wieder dabei. Ob wir Samuel allerdings dann noch einmal in die Läufe schicken, ist allerdings unklar. Vielleicht suchen wir uns dann einen talentierteren Langläufer.